Moin Leute und herzlich willkommen im neuen Video. Hallo. Ja, heute gibt es ein Video, auf das ich mich persönlich ganz besonders gefreut habe. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Videotitel gesehen. Wir angeln heute mit Deadbait auf Hechte und bevorzugt sogar auf große Hechte. Minus 2 Grad. Ja, es hat richtig schön gefrostet über die Nacht und das ist ja ganz besonders im Winter immer so ein Anzeichen, dass die Hechte dann Hunger kriegen und nochmal losgehen und räubern. Und ja, wir sind jetzt hier in Holland an einem kleinen Hafen. Wir haben uns Verstärkung dazu geholt. Dirk Ditters ist auch mit am Start. Den stellen wir gleich noch mal ein bisschen vor. Und ja, wir nehmen euch ein bisschen mit, zeigen so, was wir hier machen, die Montagen, was für Tackle wir am Start haben. Und ja, hoffentlich ziehen wir den einen oder anderen dicken Fisch hier raus. Flo muss sein PB knacken. Ja. Viel Spaß. Leute, jetzt haben wir ihn hier am Start. Dirk Ditters. Teamangler bei Walzer bist du, ne? Genau, der Allrounder, der von alles macht. Genau, genau. Und ich glaube, du bist hier der richtige Mann, glaube ich, für uns ja zum Hechtangeln mit Deadbait. Ja, ich sag mal so, ich bin Niederländer, bin ja viel unterwegs, seit über 20 Jahren, kenne so ein bisschen die Häfen, man kennt seine Fische und wie gesagt, habt ihr erzählt, wir waren letzte Woche unterwegs, haben schön gefangen hier. Mhm. Und hoffe, dass ihr jetzt auch mal den Meter knackt. So mega heiß, ey. Bei uns in Hannover, Leute, ihr wisst es, die Leute, die aus Hannover kommen, das ist nicht so leicht, da mal einen großen Fisch zu fangen. Ne? Mhm. Deswegen haben wir echt die Hoffnung, dass wir jetzt hier noch kurz vorm Ende des Jahres mal einen PB knacken können. Der liegt ja, glaube ich, bei 90 cm. Müsste machbar sein, oder? Und die letzte, die kleinste, hatten wir 94. Also. Ja, das wär doch schon mal was, ne? Genau. Ja, du fangen zeigst uns gleich ein bisschen, wie wir hier das aufbauen, wie wir das zusammenbauen hier alles und dann greifen wir an. Bis klar. Ja Leute, jetzt stehen wir hier. Dirk erklärt uns jetzt mal so ein bisschen, wie wir hier angeln. Grundsätzlich Routen, Karpfenrouten einfach. Ne? Karpfenrouten gehen. Ja. Ich habe jetzt hier speziell die Deadbait-Routen vom Walzer, aber kann ganz gewohnte 2/3 Viertel, 3 Lips Karpfenrouten nehmen, überhaupt kein Problem. Genau, ne? Also braucht ihr euch kein spezielles Kram kaufen, wenn ihr schon Karpfenrouten habt. Ne? Wohl, wichtig ist immer, was viele vergessen, viele denken geflochtene Schnuren sowas, lieber nicht. Bei der 2/3 Viertel Lips, okay, kann man geflochten noch nehmen, aber sonst ist es wirklich zu hart. Und das Problem ist, wenn so ein 10-12 Kilo Fisch abzieht und du haust da voll rein, da kommt so eine Gewalt auf die Schnur, reißt ihn. Da brauchst du die Dehnung von der Monofilen. Also. Ne? Und was natürlich auch ist, eine geflochtene, du gehst ja meist im Winter los, ihr kennt das Problem, nasse Schnur, friert ein in den Ringe, alles um dran, hast du Monofile dann, nicht. Also lieber monofile Schnur. Ja, genau. Welche Stärke so? Also 38 bis 40. Genau. Ja, willst du mal kurz erklären, wie das aufgebaut ist? Weil ich fand es genial. Wir haben uns gestern das schon angeguckt, haben das schon vorbereitet. Und ich also seht ihr, das ist einfach ein, wie vom Karpfenangeln. Das ist quasi wie so ein Festblei. Das sieht man auf dem Wirbel drauf. Das ist der Vorteil, es kann immer ganz frei abziehen. Da ist ein großes Auge drauf, dass es wirklich verhedderungsfrei, ohne Probleme abzieht. Der Anti-Tangle hält es ein bisschen hoch vom Boden, der steht immer so im Wasser. Und der Fisch kann, wenn er abzieht, immer schön frei Leine runternehmen. Mhm. Klar, beim Werfen ist auch ein Vorteil, das Blei schlägt eher ein, die Makrele kommt ein bisschen langsamer hinterher und hält es immer so ein bisschen ab, dass du dann... Ne? Das haben wir eben schon gesehen, du hast ja eben schon deine 2 Routen rausgebracht, ne? Das geht echt sauber, das ist echt cool. Ja, Routen haben wir normalen, ich nehme mal die Wirbel, wo ich die Schnur eindrehe. Vorteil ist, wenn richtig arschkalt ist, dann rumgeknipst und ich, ne? Ich habe mich hier blamiert, ich wollte das Ding schon aufbauen, warum ist das so schwer, ne? Ja, ich habe gesagt, nee, tu es nicht, mach ich, du musst den einfach nur reindrehen, das ist richtig stabiles Material, ne? Das klappt wunderbar. So, die Vorfächer knippen wir uns selber. Ja, vielleicht 70, 80 cm maximal. Problem ist, wenn du längere nimmst, du wirfst ein, du verlierst erstmal Wurfweite dadurch, das fängt an zu flattern und zu fliegen. Ja. Und das reicht vollkommen. Ne? 70 cm, 50 würden auch schon gehen. Ne? Ich mache oben immer, um das ein bisschen zu versteifen, damit das schön gerade aufliegt, ne? Mache ich dann hier die Sleeves drüber. Mhm. Der obere Drilling ist frei verschiebbar. Das hat einen Grund, weil ich habe verschiedene Ködergrößen. Ich habe solche Makrelen, immer verschiedene. Größen und den kann ich dann hier halt einstellen. Das zeigen wir gleich mal beim Anködern. Und unten der Haken, der wird fest fixiert. Ne? Der bleibt einfach dran, ist lieber ein bisschen versteift. Schutz für Stafferfach. Welche Größe ist das? Das sind zwischen 4 und 6er Drillinge. Mhm. Leute denken immer, große Hechte, große Haken. Kleine Haken sind immer schärfer, packen besser wie große Haken. Genau, vor allen Dingen, wenn du einen großen Haken hast, hast du auch wieder einen größeren Hebel. Hebel biegen schneller auf. Und wo die gepackt haben, die sitzen wirklich. Ja. Ne? Also schlimmstenfalls beim Abhaken bricht er ab. Mhm. Sollte nicht, das sind jetzt die Orner, da passiert eigentlich gar nichts mit. Ne? Die bleiben auch lange scharf, die kannst du auch viel mal anködern, 2, 3 Fische mitfangen. Mhm. Ne? Aber für ab und zu mal reichen auch günstigere, das ist kein Problem. Ne? Ja, dann haben wir hier. Schmeißen wir mal die Makrele. Makrele! So, ich habe jetzt da die Makrele mal hier genommen. Und das sind solche Makrelen. Wir fischen natürlich nur die Schwanzstücke. Ein paar Stückchen füttern wir an. So, dann machen wir immer erst. Oh, ganz scharf.
den ersten Fix-Drilling, der kommt oben rein, schön in die Haut, in den Rückenstrahl. Jetzt passe ich den Drilling so ein bisschen an. Ich stecke jetzt hier richtig in die Schwanzwurzel rein. Das merkt man auch, das knackt richtig. Lustig ist, selbst das Abködern ist nachher schwierig. Tang, der ist durch. Musst du fast rausschneiden dann. Ne? Genau, weil der hat jetzt wirklich, da kann man voll mit durchziehen, der fliegt nicht ab, nichts. Jetzt ziehe ich hier die Schnur mal ein bisschen lang und mache so einen halben Schlag über den Haken. So, damit ich, wenn ich anschlage, auch Druck auf beide Haken bekomme. Weil sonst wird er ja durchziehen, Makrele wird, der Hecht ist nicht gehakt, aber so bleibt er dann hängen. Ja. Genau. Was ich dich gestern schon gefragt habe, als wir vorbereitet haben, wo kriegst du die Makrelen her? Ja, also mal, kriegst du eigentlich fast bei jedem Fischhändler, Fischhandel hat da Makrelen liegen. Heringe gehen auch sehr gut, hier in Holland auch sehr gut, Spierlinge. Ja, dann diese Franzosendorsche oder Stockermakrelen, alles was Seefisch ist. Ne? Beste ist aber immer hier, liebstes Makrele oder Hering. Ja, bei uns in Hannover ist das gar nicht so leicht. Also ich habe mal an der Fischtheke gefragt, wir hatten da wirklich nur so in der hintersten Ecke irgendwo noch Makrelen eingefroren. So, ne? Ich glaube, hier so in der Gegend, Holland, ist das wahrscheinlich leichter. Ne? Ja, klar, Holland ist viel leichter. Ja. Ne? Also Holland gibt es in jeder Ecke. Ist aber auch jedes Angelgeschäft hier hat gefrorene Köderfische. Wirklich, jedes Angelgeschäft hat eingefroren, immer so 5 Stück. Also wer sich hier im Angelgeschäft umguckt, die haben alle eine Kühltruhe da stehen mit gefrorenen Rotaugen, Makrelen, Heringe, alles ist immer dabei. Okay. Also wenn ihr nach Holland fahrt zum Datebait-Fischen, vor dem Angelshop vorbei, kriegt ihr eigentlich alles. Okay, alles klar, gut. Ja, dann schmeißen wir die Montage jetzt mal raus. Platz war jetzt hier im Gewässer einfach mitten rein? Oder? Ja, ich habe jetzt zwei ziemlich weit rausliegen. Du liegst ein bisschen kürzer. Mhm. Ne? Du hast natürlich einen Vorteil. Du bist auf Wurfweite von Makrelen zum Anfüttern. Mhm. Ich liege jetzt ein bisschen weiter, einen etwas kürzer. Und die Fische ziehen. Und wenn sie hier und da mal Makrele finden, dann werden sie aufmerksam. Also es gibt keine Futterstrategie, dass das übrigens jetzt im Köder rumliegt. Einfach ein paar Stücke reinschmeißen. Die riechen das ja auch, die Dinger stinken ja auch. Genau. Ne? Die Fische, die schwimmen ja durch die Gegend, die merken ja, da liegt irgendwo was rum. Ne? Und dann ist halt hier gleich, ne? Naja. Also bis heute Abend, wir haben nämlich den Wassereimer vergessen. Wird eine ganz komische Nummer. Das. Alles klar. Alles klar. Los dann ballert den mal rein. Jo. Also Flore, pfeffert den jetzt mal rein. Ja. Die Hechte auch. Oh, ja, lass fliegen. Ist gut. Rolle zumachen, dass es schön gespannt absinkt. Dann, was haben wir denn für eine Tiefe hier? Zwischen 3,5 und 4 Meter ist der Hafen. Okay, also ganz normal wie in einem Kanal. Halt, genau, ne? Ist nicht unheimlich tief. Ne? Jetzt ein kleines Gimmick. Ja, wir haben ein bisschen improvisiert hier, Leute. Ja. Also der Trick an der Sache ist natürlich, wir müssen die Rolle ja offen halten, damit der Fisch abziehen kann. Ihr seht das hier, die Rolle ist offen. Und du spannst die Schnur einfach gerade runter mit dem Zwinger. Na, wenn der Fisch abzieht, gibt er frei und dann kann die Schnur frei abrollen. Also so gut wie gar kein Widerstand, ne? Genau, darum geht es halt. Ne? Ist nicht so wie beim Karpfenangeln, wo ein Festblei ist. Und wir fixieren quasi die Schnur gerade unter der Rolle. Na, und jetzt, wenn der Fisch abzieht, dann irgendwann löst er aus. Was war denn das jetzt? Wenn du schon bist, dann wäre natürlich mega geil. Das ist auch, was viele denken, dass die Hechte, die nehmen den Köder und rauschen ab, wie früher vielleicht bekannt ist vom Leben, Köderfischangeln oder sowas. Nein, gar nicht. Die beißen ganz vorsichtig, dass es höher geht, als wenn man Brassen fiedert, so ganz bisschen nur nach oben. Da muss man sofort reagieren, kann schon aushängen. Und dann nimmt die Schnur zwischen den Finger. Ich hoffe mal, das werden wir gleich nochmal live sehen. Ne? Wartet eben, bis er in die Rute reinläuft und schlägt dann an. Also die sind wirklich sehr, sehr vorsichtig, die Winterhechte. So, und hier müssen wir eben ein bisschen improvisieren. Ja, genau. Uns fehlt ja nämlich einer von diesen Swingern. Aber ich hatte Gott sei Dank noch so ein paar günstige dabei. Mal gucken, ob das klappt. Ja, das könnte funktionieren. Die haben einen relativ langen Arm, ne? Deswegen, ja, genau. Also günstig ist nicht immer scheiße. Ja. Wir legen jetzt mal die Bremse einstellen hier. Die Bremse so ein bisschen. Ja, nicht ganz so hart, ne? Ja. So, scheint aber zu funktionieren. Geht. Also. Müssen nur den Bissanzeiger anmachen. Ja, das genau. Könnte von Vorteil sein, wenn es einen Biss gibt. Hört sich gut an. Ja. Ja, so. Ja, jetzt heißt schön. Es nur warten, ne? Genau, jetzt heißt es warten. Kaffee trinken und warten. Ja, ja, jetzt melde ich mich auch noch mal richtig bei euch. Wir haben jetzt ja alle Routen ausgebracht und ja, sind jetzt ein bisschen am Quatschen, entspannen. Und Leute, wir genießen das Wetter. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute so schön wird. Wir haben den Trip ja schon länger geplant und wenn das so ist, kann man sich das Wetter immer nicht aussuchen. Deshalb sind wir alle drei richtig happy, dass die Sonne scheint. Heute Morgen, als wir losgefahren sind, war es so kalt, es war neblig, auf dem Hinweg hat es geregnet und jetzt ist es so aufgeklärt und wir haben einfach strahlend blauen Himmel. Es ist mega angenehm und wir hoffen, dass die Hechte heute in Beißlaune kommen und ja, mal sehen, was
heute so passiert. Ich werde jetzt gleich mal wieder zurück zu den anderen beiden gehen. Und ein wichtiges Thema habe ich auf jeden Fall noch. Und zwar geht es um unsere Dokumentation, die wir auf unserem Kanal ab und zu ja bringen. Und jetzt auch im Winter und auf jeden Fall vornehmlich in der Schonzeit. Wenn jetzt die Schonzeit losgeht, wollen wir mit den Dokus wieder richtig reinhauen. Weil wir finden, dass das Thema super wichtig ist auf YouTube und so Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, was Angeln, Fischen, Natur angeht, einfach viel zu kurz kommt. Und deshalb wollen wir uns dem jetzt im Winter auch nochmal wieder so ein bisschen widmen. Zu den letzten Dokumentationen haben wir echt so mega positives Feedback von euch bekommen. Man merkt, dass euch das auch super am Herzen liegt, dass euch diese Themen interessieren. Und es sind jetzt für den Januar, glaube ich, schon 3 Dokus geplant. Eine Dokumentation produzieren wir seit über einem Jahr oder seit einem Jahr jetzt ziemlich genau. Und da könnt ihr euch auf was richtig Geiles freuen. Also manche Sachen dauern einfach länger, wenn man vernünftig was dokumentieren möchte und begleiten möchte. Aber das wird richtig, richtig nice. Und was ich euch jetzt aber auch eigentlich nochmal fragen wollte, ist, auf was für Dokumentation habt ihr Lust? Also welche Themen interessieren euch noch? Was Thema Angeln, Fische, Natur? Ja, was das Ganze drumherum einfach betrifft. Was wollt ihr sehen auf unserem Kanal? Wir wissen, dass das Thema Aal und Aalfangverbot ganz, ganz hoch bei vielen von euch im Kurs steht. Und da werden wir auch was bringen, aber wahrscheinlich eher wieder im Frühjahr. Wir müssen mal schauen, wie und wann wir das Ganze dann fertigstellen. Aber das haben wir schon auf dem Schirm. Aber wenn ihr noch weitere Anregungen habt, was ihr gerne bei uns auf dem Kanal sehen wollt, schreibt uns das unbedingt mal in die Kommentare, weil wir euch gerne da so ein bisschen mit einbeziehen wollen. Und ja, schreibt das auf jeden Fall, lasst uns das gerne mal wissen. Und Flora ist jetzt gerade hier ein bisschen am Spinnfischen. Na, Flora, hast du schon was gefangen? Nee. Ich teste gerade hier einfach mal die Route. Ja. Das ist ja eine Balzer-Route. Die Sensor Zander. Und Pie Collector ist das, ne? Pie Collector Shed, ja. Pie Collector Shed. Ah ja. Sieht aber gut für dicke Zander. Ja. Ah, okay. Sind ja auch Zander, Dirk? Ja, wenn Zander, richtig groß. Ich habe mit Absicht den Haken nicht unten oben reingesteckt. Weil der kannst du schön dicht über den Grund führen, weil die Hechte auch ziemlich platt am Boden liegen. Und die Zander auch. Und machst den Haken natürlich unten hin. Mhm. Und klickst du an, also faulenz, dann hast du natürlich ewig Hänger. Ja, genau. Ah ja. Dann kann man auch wahrscheinlich hier schön hier Spundwand. Genau. Ich glaube, da werden wir mal ein bisschen vertikal angehen. Ja, hier die Spundwand, ne? Langwerfen, kurzwerfen, alles probiert. Ja, perfekt. Viel Spaß, Flore. Kurzes Update, Leute. Ihr seht es im Hintergrund, der blaue Himmel ist weg, die Sonne ist auch weg. Es ist richtig starker Nebel aufgezogen. Das ging jetzt innerhalb von ein paar Minuten. Es ist Wahnsinn. Also wir haben eben nochmal die Routen alle rausgeholt, haben sie neu ausgeworfen, haben kontrolliert. Ist alles noch tipptopp in Ordnung. Und ja, wir hatten bis jetzt aber auch noch keinen Biss. Wir hoffen, dass gleich noch was passiert. Mittlerweile haben wir im Auto die Heizung angemacht, weil es wirklich kalt geworden ist und Flora kommt auch gerade. Ja, ich habe auch schon Handschuhe an. Ja, ne? Es ist halt wirklich ein kalter Tag, ne? Mm. Aber das ist ja genau das, was wir wollten. Schön im Winter Deadbait angeln. Genau. Was Kalteres gibt es eigentlich gar nicht, ne? Ja. Aber mit der Sonne war es trotzdem ein bisschen Ja, war schon schön, ne? Ja. Aber wir sind zuversichtlich, dass heute noch was geht, ja, ne? Ich glaube schon. Ja, also habe ich eben schon gesagt, die Köder sind noch perfekt. Genau, hat es erzählt. Alles kontrolliert. Nochmal kontrolliert, genau. Ja. Aber ist auch mal wieder schön, ne? Also ich mag ja den Winter eigentlich nicht so, aber irgendwie so ein Angeln ist auch mal wieder schön. Es ist mal wieder was ganz anderes, ne? Als im Sommer Spinnen zu fischen. Spinnenfischen zu tun. Spinnen zu fischen. Mit der Spinnrute loszugehen. So. Ja, ich würde sagen, wir melden uns wieder, wenn was geht. Ne? Ja, ich glaube, dann kommt ein bisschen Action. Genau, wir geben euch ein Update. Bis später. Okay, Flore, was ist los? Es gab einen Ruck in der Route. Den ersten? Ein Piep, ja. Ein Piep.
Und jetzt kommt auch wieder ein Auto. Immer wenn wir die Kamera anmachen, kommt irgendwo ein Auto angefahren und macht Lärm. Wir sitzen im Hafen, Mann. Da ist, ja. Da sind schon Autos. Ja, aber es ist sonst relativ ruhig hier. Oh ja. Ne, weil und Wochenende Samstag. Ist. Ja, Samstag. Der sagte, wenn du hier in der Woche bist, dann ist hier alles voller Trucker. Und dann ist ja Party. Aber da kriegst du Kaffee von den Jungs, wenn du Fische fängst. Cool drauf, die Holländer. Ja, die Holländer sind entspannt, das stimmt. Haben wir auch schon öfter mitbekommen. Ja. Bin auch gerne hier zum Angeln. So, es war jetzt nur ein kleiner Piep und jetzt nichts mehr, oder was? Ja, und die Schnur ging richtig so wupp, einmal hoch runter. Ne? Also hätte das einer durch die Leine geballert. Komm ran. Dann hab ich schon, da hab ich direkt im Ersten geguckt. Ja, ja, komm ran, Flora, erzähl mal hier. Ja, Kormoraner sind ja ziemlich viele am Start, ne? Ja, ne? Ging ja in einer Tour von links nach rechts die ganze Zeit. Eben ist einer einmal kurz angeflogen gekommen, hat uns angeguckt, ah, oh, da ist er weggeflogen. Ja. Ja. Tja, also Fisch muss hier sein, wenn die Kormorane hier sind. Wir gucken mal. Also bis jetzt noch nichts. Nichts. Also es hat gerade noch nicht, der Bissanzeiger hat noch nicht ausgelöst. Dirk hat aber auf die Schnur geguckt. Ja, da sind wir, wenn die Jungs vorsichtig sind, lieber zu früh als zu spät. Nimm auch durch. Da geht er los. Ja, jetzt geht er. Jetzt läuft er. Eieiei. Ja. Ei, ei, ei. Ja. Oh, aber was für ein Auge, Dirk, dass du das gesehen hast mit der Schnur. Da achte ich mal drauf, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, das scheint noch nicht ganz klein zu sein. Oh ja. Nimm den Angelköcher. Dass du das gesehen hast. Ist weg. Nein. Ausgestiegen, ja. Oh nein. Das war aber ein guter. Das war ein oh guter. Nein! Aber? Darf nicht wahr sein. Ich hätte den Biss niemals gesehen. Ja, darum. Da kannst du mal sehen, wie zickig die sind, ne? Oh. Die beißen wie Brassen, ey. Der hing aber ganz. Ganz Bissanzeiger hat ja, überhaupt ganz nichts knapp, gesagt. Da ist ja gar keine Katze drin groß, ne? Den ganz knapp. Also die sind ganz vorsichtig, die Säcke. Oh. Weißt du, was ich meine, ne? Immer ein Auge auf die Schnur halten. Alter. Puh. Okay, aber das war jetzt der erste große Biss. Okay, das ist hoffen. Jetzt müsste eigentlich auch die Beißzeit losgehen. Ja, genau. Ab 14 Uhr jetzt. Hm. Mann, ey, Mann. Na, Mann, ja, ey. Dirk springt einfach auf und ich sag so, was will er denn? Hier, es hat nichts gepiept, gar nichts. Also der stand richtig gut in der Route. Das war auf jeden Fall kein kleiner Fisch, definitiv. Ja, das ist halt die Erfahrung, ne? Ja. Wahnsinn. Okay, also das lässt hoffen, ne, Flora? Ja. Es wird noch was gehen. Mal sehen, wie zickig die sind, ne? Krass, wie lange gedauert hat, bis die Schnur loszieht. Ja, ja. Ja. Wahnsinn. Man muss immer so am Luren, was die Schnur macht. Ja, aber Leute, man kann auch nicht lange warten. Ne? Man will ja natürlich nicht, dass der Fisch fangen wird. Ne? Hätte so lange warten können, aber das Problem hast du, wenn du einen ganz großen hast, der hängt ganz hinten im Schlund. Ja, also vom Gefühl war es auch auf jeden Fall einen Meter. Ja, ah, krass. Tja, scheiße. Mal sehen. Das muss doch noch klappen. Muss mal ein bisschen länger warten jetzt. Okay, also, es geht wieder los. Dirk, ich wenn der Penner jetzt nicht hängen bleibt, dann bin ich sowas von pissig. Das ist aber die gleiche Route wieder. Ja, ja. Der läuft rein, ja. Alter. Oh, das sieht... Mein Gott, fuck du mir, bleib hängen, du Sack. Da ist auch eine Maschine, ey. Das sieht gut aus. Ja, das weiß ich nicht. Oder? Nasser Sack. Ja, das ist kalt, ne? Guck mal, wir können schon hier rüber, da ist noch ein anderer Routen weg. Wenn er mal hängen bleibt. Der bleibt hängen. Standst du gerade ganz gefährlich im Weg, ja, oder? Ja. Das ist so am Haus. Aber wir sind Leute schon hinter mir bewusstlos zusammengebrochen. Aber okay, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Das ist der Wald danach. Der auch so groß ist er nicht, ein 80er. Oh, aber schöner Fisch, ja. Oh, geil. Leute, ihr könnt sehen, da kommt er. Ja, gut, ich habe so angeschlagen, der war vorher wahrscheinlich nur 60. Ja. Meinst du, hast du noch ein bisschen Länge gezogen? Ja. Oh, oh, schöner Fisch. Doch sein. Schöner Fisch. Wowi. Oh, Mensch, ja. Doch. Das ist ein guter. Nimmst du einen die Angel? Ja. Einer? Oh, so. So, wir haben ihn schnell gemessen. Er hat die 90. 92 geknackt. Ja. Na, sehr schön. Ja. Kein Gigant. Ganz schön dünne Fritte. Aber ein schöner Winterhafenhecht, ne? Auf Makrele. Ey, so gut, dass das geklappt hat, ey. Dickes Petri. Petri, Dank. Aber warte mal, jetzt kommt die Zeit erst. Kann so sein, dass wir noch ein, zwei dabei fangen. Ich bin gespannt. Sehr geil.
Ja, Dirk. Leute, der Fisch war da endlich. Da hast du mich fast erschlagen, wa? Ja, da hat mir viel gefehlt. Ne? Ich sage immer, beim Anschlagen volle Deckung, weil monophile Schnur sind weit raus. Die ruhen jetzt nicht ganz hart. Logisch, da muss ich natürlich durchziehen wie ein Irrer. Denn erst habe ich auch schon gut angeschlagen, ich habe natürlich verloren. Jetzt wollte ich ganz sicher gehen. Ne? Also reißen tut die Schnur da nicht, keine Angst. Das sieht alles ganz wild aus, aber hat einen Grund. Wenn du so leicht anschlägst, dann packt der Haken nicht. Ne? Also ruhig zweimal durchziehen. Ja. Und ich habe gesehen, weiß nicht, ob er gefilmt hat, dass ich den abgemacht habe. Da saß richtig guter Haken. Also. Und ganz vorne an. Also kann man sehen, wie vorsichtig die beißen. Ne? Ja, richtig gut. Also wir wollen das eben noch mal erklären. Nicht, dass ihr denkt, Dirk hat zu viel Kaffee getrunken. Oh, das auch. Ja. Aber Flore musste gerade echt vor Dirk ein bisschen den denken. Ihr habt das, glaube ich, gerade gesehen. Ich habe das ganz gut drauf gehabt. Ich habe den Matrix-Move gemacht. Ja. Der erste Fisch des Tages. Und ja, die Stimmung bei uns ist bombenmäßig gerade richtig gut, wenn ein Plan aufgeht. Ne? Genau. Größe könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja. Aber, also bei monophiler Schnur, ihr könnt ruhig durchziehen, passiert nichts. Da ist so viel Dehnung drin, ne? Dass da unten was ankommt. Also ich sag mal, auf 100 Meter halte ich einen Drilling zwischen zwei Fingern fest und du schlägst auf 100 Meter an mit dem Monophil, das merkst du kaum. Okay. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ja, oder auch nicht ausprobieren. Macht damit einen Apfel. Naja, aber wie gesagt, muss schon ein bisschen Druck kommen, damit der Fisch hängt. Also darum dieser brutale Anschlag. War auf jeden Fall actionreich. Ja. Ja. Richtig gut. So, jetzt... ist Flora noch dran? Und genau, dann, jetzt warten wir sehen, auf den nächsten. Was noch so kommt. Geil. Oh, da ist der Biss für Flora. Voll zu. Jetzt warten. Muss er nur ziehen. Das hat aber gepiept. Ich habe nur gesehen, dass die Rute sappelt. Ja, und das hat übelst gepiept. Doch, er zieht, oder? Nee. Oh, nee, ist der Wind. Komm, nimm den. Das macht ja jetzt besonders spannend aus. Ach Mann, das hat doch gerade so doll gepiept, ey. Ich gedacht, das ist jetzt ein sicherer Biss, ey. Das hat ja mehrfach gepiept, ne? Ja, genau. Leider die Schnur nicht gesehen. Ich muss die Spitze bringen, kurz wieder. Es bleibt spannend. Es war definitiv ein Fisch. Ja, das war hundertprozentig. Ja, die sind heute sehr, sehr zickig, die Brüder. Ja. Leg mal einfach wieder drauf, ohne großartig spannen. Okay, er war gerade wieder da. So, jetzt mal das Führung. Nimm das Führung auf. Nur locker geworden ist, ne? Ja. Also. Das sieht man ja ganz gut auf. Der hat Mist. Ach, der war doch noch so weit draußen. Gedacht, der liegt ziemlich weit hier vorne. Ja, für hier vorne war der hier vorne. Also für hier war der hier vorne. Ja. Okay, da ist der nächste Biss bei Dirk. Wieder die gleiche Route, Mann. Ja, warum weiß nicht. Jetzt wollen wir deinen Anschlag wieder sehen. Warum läufst du so weit weg? Flora geht schon mal da hinten in Sicherheit. Also Flora hatte eben Biss, hing leider nicht und jetzt da los, direkt danach. Oh, ja. Oh, weiß ich noch nicht. Ja, ich glaube wohl. So, guck mal wieder rüber hier mit dem Käfer. Nein, ich glaube, der ist wieder weg. Wieder weg. Nein. Verdammte Nummer. Da war wieder ein Großer. Warum gehen die Großen immer weg, ey? Da schimpft der Dirk sogar gleich auf Holländisch, du. Die sind heute zickig. Aber da war er dran, ey. Ja. Nimmt der Schnur? Ja, so Fisch an. Ich kann nicht stehen. Was ist mit dem Fisch los? Ja. Hängt der kann runter, sein, ne? Der braucht dreh mal Fühlung. Vielleicht hängt der, meinst du? Ja. Und dann zweimal anschlagen mindestens. Wenn du richtig Kontakt hast. Sehr Spannung, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, jetzt geht's bloß auf Spannung. Ja, der ist sauber. Jawohl. Also. Wuhu.
Geh mal ein bisschen nach rechts weg zum Drillen. Und vorsichtig, die Bremse steht hart, ne? Monofile. Ja. Ah, oh, Flore. Flore, ich dachte schon, da klappt nicht mehr mit. Obwohl, der ist noch nicht erlangt, das Problem. Ja, noch haben wir ihn nicht. Kannst du die Route nicht so einschätzen? Also ja, ist es 200 Pfund, ne? Ah, oh, Flore, geil. Aber das ist doch schon mal ein richtig gutes Gefühl, oder? Ja. Hauptsache, lässt nicht locker. Nee, ich glaube, das wird Flore nicht machen. Aber nicht zu wenig Druck machen. Wenn der Schule, dann hol ich die Haken wieder raus. Geil. Oh, ganz, Leute. Ganz, ganz schwer einschätzen, was für eine Größe der hat, aber... Ja. Und es ist so kalt geworden wieder. Wir saßen schon die ganze Zeit an der Heizung und dann... Piep! Also, leicht ist er nicht. Nee, aber sieht man ja auch an der Route. Sieht gut aus. Den brauchen wir. Flore, gib alles. Den brauchen wir. Hier ist mal totaler Optimist. Da kommt er. Oh ja, oh ja. Oh, vielleicht ist er nicht. Mehr von Garbage. Schnuck hier, ja. Moin Fesse. Moin Schnuck. Ja. Oh, der hat aber gut genommen, glaube ich. Ja, wir können, der war auch lang genug dran. Warum meldet ihr hier auf? Wollen wir Mate-Schnuck, ja? Ja, Mate hätte ich nie, ne? Denke ich nicht. Nur Five Nate ist hier. Ja, da ist er, Flore. Da ist er. Show. Oh, Junge, der ist aber richtig schön muffelig. Oh, das ist ein Dickerchen. Oh, der ist dick. Der Dockenmeter. Okay, der hat einen Meter. Ich denke, der Dockenmeter. Das könnte jetzt der hat einen Meter, weil er genau in die Abfahrtmatte passt. Alter. Ja, richtig. Hä? Petri! Alter, danke, Mann, ey. Geil! Oh Mann, das ist der Knaller. Alter, was für ein Rücken der hat. Ja. Schöne Okolito. Wir zeigen es euch gleich mal in Ruhe. Leute, das ist, glaube ich, jetzt mein größter Fisch. Wir haben ihn jetzt noch nicht gemessen, aber wir schätzen ihn auf jeden Fall über einen Meter. Richtig massives Vieh. Meine Güte. Und auch ein Riesenschädel und richtig fett gefressen. Ne? Also nicht so ein Hering, wie wir eben da hatten. Der war lang, aber dünn, aber der ist massiv. Also fett. Guckt euch Wahnsinn. Das an. Ey. Guckt euch das an, ey. Wunderschöner echt. Wahnsinnsfisch. Ja. Da hätten wir schon 4 von haben können. Oder 3 mindestens. Ey. Wahnsinn. Geil. Dickes Petri, Flore. Danke. Meter 5, Meter 6. Weit bis 7 mäßig Meter 6. Jawoll. Siehste. Hammer, ey. Meter geknackt. Alter, guckt euch diese Plauze an, ey. Der ist echt super dick. Richtig voll gefressen, ey. Knaller. Oh, ich bin glücklich. Jetzt fangen wir eben wieder einen Kescher. So. Jawohl. Da schwimmt er. Oh, Leute, jetzt geht hier das Feuerwerk schon los für mich. Die Leute feiern für Flore. Nee, hier in Holland ist tatsächlich so, irgendwie ist hier schon, also wir haben es jetzt ein paar Wochen vor Weihnachten und irgendwie machen die jetzt schon Feuerwerk. Bisschen komisch, bei uns ist es ja verboten dieses Jahr. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt, ein bisschen runtergekommen, eben noch total aufgeregt. Musste ich gleich nochmal tapen. Und ja, genau, irgendwo hat er mich erwischt hier. Ne? Aber man weiß manchmal nicht genau. Gehört halt dazu, ne? Ich hab damit nichts zu tun, ich hatte auch erwischt. Ja, dir kann auch gebissen. Ja. Oh, Alter, ich bin jetzt irgendwie 1000 Kilogramm leichter, ey. Das ist so eine Erlösung gerade, ne? Ja. Du warst lange bei 90 cm, ne? Und lange einfach die 90 nicht geknackt. Ja, und jetzt halt also deutlich über einen Meter, ne? Ja. Und Dirk sagt so, das ist hier schon so ein Durchschnittsfisch, ne? Also gibt ja deutlich größere. Ja, das ist schon krass. Ne? Das kriegen wir bei uns halt echt nicht so leicht hin. Das ist einfach so. Dirk sagte gerade auch so, das war jetzt eine Mutti, ne? Also wahrscheinlich ein Weibchen. Fisch. Und bei ihm so der 93er möglicherweise ein Männchen, ne? Die sind dann insgesamt ein bisschen schlanker, ne? Die haben dann auch nicht so diesen Laichansatz und so, ne? Die sie im Winter haben, die Hechte. Und ja. Der war ja echt massiv, ne? Ja, der war also echt so einen dicken Bauch einfach. Übelst breit, ey. Wahnsinn. Ja, und wir machen ja noch einen Moment, ne? Also vielleicht weiß er noch. Eine gute Stunde machen wir noch, ne? Ey, aber ohne Mist, ey. Also so wie das heute alles geklappt hat, die Montagen, es funktioniert alles. Also dir könnten uns da echt super mäßige Tipps gegeben. Ja. Und hat uns zum Erfolg gebracht. Ja. Der nächste, bis er mir in die Route kommt, den mach ich Jana. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja. Also, der Plan war nämlich, ich habe extra heute so ein bisschen zurückgesteckt, habe ein bisschen Kamerafrau gespielt hier, weil die Mission war einfach heute,
Flore zum PB zu führen. Vor allen Dingen, ich wollte auch mal endlich mal einen Fisch, also ein Hecht auf Deadbait fangen. Ne? Zander haben wir ja etliche schon gefangen, ne? Aber ich habe noch nie mit Deadbait auf Hecht geangelt. Ja. Und ja, da habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche erschlagen und ich freue mich mega. Und ja, was ich auch noch loswerden wollte, das wollte ich eigentlich im Intro schon sagen. Ne? Also Dirk Ditters, Team Balzer, die haben auch einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Viel Material zum Thema Allround-Angeln. Ne? Da wird auch viel gezeigt. Hechtangeln mit Köderfisch und Aalangeln und alles Mögliche machen die. Spinnfischen ist alles zu sehen. Gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken. Ja, der Angeltag ist jetzt zu Ende. Wir haben auf jeden Fall unser Ziel, was wir uns heute vorgenommen haben, mit Dirk erreicht. Also alles super gelaufen. Es war zwar wirklich schwer, aber Flora hat sein PB geknackt und hat den Meter geknackt. Also Dirk, was willst du mehr? Was will man mehr? Wir hatten ja echt noch einige Bisse, ne? Aber tja. Hätten wir alle gekriegt? Oh, da hätten wir noch viel mehr gekriegt. Da wäre es ein geiler Tag gewesen. Ja. Also wie gesagt, ich hoffe mal, ihr habt viel gelernt. Für nächstes Mal kommt alleine klar hier. Definitiv. War ein richtig guter Tag. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Und ja, gerne, den Tag werden wir, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Flora, glaube ich, auch nicht. Und wir sind jetzt gut durchgefroren. Wir müssen uns jetzt erstmal versorgen mit Essen. Und mal sehen. Aber ja, war echt ein cooler Tag. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß im Video. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dann. Ciao, ciao.